Jo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr den Sonnenflitzer holen könnt. Das ist ein Pet, mega sweet. Und ja, wir sind hier in Winterspring. Ganz, ganz im Norden oben gibt es eine kleine Höhle. Da gehen wir jetzt rein. Wir müssen da drin ein paar Rätsel lösen und erhalten am Ende, wenn wir es geschafft haben, das Pet Sonnenflitzer. Hier ist der Eingang. Wir brauchen einige Items und zwar brauchen wir erhebliche Schutztränke, Feuer, Arkan, Frost, Heilige Natur und Schattenschutztrank. Wir brauchen ein Noggafogger, Scottys Glücksmünze, Düsterbräu, Astrales Öl, einen Ogeranzug, Feuer, Wasser der Winterfälle. Wir brauchen 10-mal Pygmäenöl, ein Pet namens Mopsiger Streuner, dann die Rolle der Intelligenz und die Prinzessinverkleidung. Die meisten Sachen kann man im Auktionshaus kaufen. In der Beschreibung zeige ich euch, wo ihr die ganzen Sachen erhaltet. Hier jetzt gleich mal zu sagen, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Rätsel auch selbst lösen. Wenn ihr jetzt weiterschaut, dann werdet ihr die Lösung sehen. Also ihr könnt es zuerst selbst versuchen. Oder er schaut einfach weiter und macht das, was ich gemacht habe. Um die rote Wand zu durchqueren, müsst ihr den erheblichen Feuerschutztrank trinken. Und dann könnt ihr einfach durchlaufen. Für die grüne Wand müsst ihr alle anderen Schutztränke trinken. Passt auf, ihr habt immer 5 Minuten Cooldown. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis ihr alle getrunken habt. Dann könnt ihr einfach auch durchlaufen. Danach seht ihr diesen Gargoyle. Um den zu überqueren, um bei dem vorbeizulaufen, müsst ihr das Noggafogger trinken. Dann verwandelt ihr euch in ein Skelett. Und dann könnt ihr easygoing einfach durchlaufen. Wenn ihr irgendwas falsch macht, dann werdet ihr einfach wieder an den Anfang des Rätsels geportet, außerhalb der ersten Wand. Wir haben hier 2 Wände, eine blaue und wir haben Wurzelwand. Wir müssen zuerst bei der Wurzel vorbei. Um da durchzukommen, müsst ihr Scottys Glücksmünze verwenden. Und ihr verwandelt ihr euch so in ein komisches Wesen. Und wenn ihr da durch seid, müsst ihr in diesem kleinen Tümpel hier einen Wasserstein suchen. Es hat mehrere drin, sie sind relativ klein. Ich habe ein bisschen suchen müssen. Aber ihr könnt den einfach aufheben, wenn ihr es gefunden habt. Und dann wieder zurück. Schaut, dass wenn ihr irgendwas geused habt, dass es nicht einfach wieder wegklickt, falls ihr wieder zurücklaufen müsst. Ja, könnt ihr natürlich dann nicht mehr durch. Wenn ihr vor der blauen Wand steht, used den Wasserstein. Und dann einfach durchlaufen. Passt auf, dass ihr nicht zu weit reinlauft, weil sonst werdet ihr den Anfang des Rätsels geportet. Um bei diesem Golem vorbeizukommen, müsst ihr das Düsterbräu trinken. Dann verwandelt ihr euch und der Golem, ja, lasst euch durch, sagen wir es mal so, ohne dass ihr am Anfang des Rätsels geportet werdet. So. Wenn ihr bei dem vorbeigelaufen seid, gibt es eine Zweigung. Ihr könnt einmal nach unten oder nach oben laufen. Ihr müsst zuerst nach oben gehen. Wenn ihr oben angelangt seid, gibt es wieder eine Verzweigung. Einmal rechts, links, das heißt zuerst rechts laufen. Dann steht ihr vor einer violetten Wand. Um da durchzukommen, müsst ihr astrales Öl trinken. Danach läuft ihr durch, wenn ihr das astrale Öl getrunken habt. Und vor euch ist ein merkwürdiger Stein mit einem Loch. Aber eure Hand wird da nicht reinpassen. Die Kombination, um da deine Hand reinzustecken und es passt, ist, dass ihr das Ogerkostüm anzieht, einen Ogeranzug. Und einmal das Feuerwasser der Winterfälle trinkt. Dann werdet ihr groß und ihr könnt dann euren Arm in das Loch platzieren. Ihr haltet dann einen Buff. Wenn ihr das gemacht habt, geht zurück und dann zur linken Seite und ihr steht dann vor einem Gitter, bei dem ihr nicht durchpasst, weil ihr viel zu groß seid. Um da durchzukommen, müsst ihr 10-mal Pygmäenöl trinken.
Wenn ihr da durchgelaufen seid, seht ihr einen Würfel. Für diesen Würfel braucht ihr den mopsigen Streuner und das Prinzessinnengewand, was ihr dem Streuner anziehen müsst. Wenn ihr das gemacht habt, gebt den Würfel hin, klickt ihn an, legt eure Hand rein und ihr erhaltet wieder einen Buff. Lauft dann zurück und nehmt den Weg nach unten. Und eigentlich haben wir es dann schon fast geschafft. Wir müssen noch etwas Kleines machen und dann erreichen wir das Ei, wo das Pet drin ist. So, um durch dieses Wasser zu laufen, müsst ihr als erstes das Feuerwasser der Winterfälle wegklicken, den Buff, und die Rolle der Intelligenz verwenden. Und dann könnt ihr eigentlich zum Ei hinlaufen, ihr werdet nicht mehr rausgeportet und könnt das Ei dann anklicken. Und somit ist das Rätsel eigentlich gelöst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Rätsel lösen, falls ihr es selbst lösen wollt. Oder sonst viel Spaß beim Pet holen.